Fortuna gegen Viktoria Köln oder die Frage, wer folgt dem Bonner SC ins Finale des diesjährigen Bitburger Pokals? Das Südstadion pickepacke voll an diesem Dienstagabend. Über 3000 Zuschauer wollten sich dieses Derby-Spektakel nicht entgehen lassen. Und zu Beginn gab es eine eindrucksvolle Choreografie der Fortuna-Fans in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Präsidenten Klaus Ulotzka. Die Fortuna in den weißen Trikots, von rechts nach links, der Drittligist auf dem Papier Favorit, und der erwischte auch den besseren Start. Sechste Minute, Michael Kessel für Aydogmus. Costa kann den Schuss noch ablocken, gute erste Gelegenheit für die Fortuna. Die Viktoria in den ersten Minuten mit der klassischen Lauertaktik, nicht viel riskieren und immer mal schauen, was der Gegner an Fehlern anbietet. Bitteschön, Klingenburg darf spazieren und haut das Leder in den Giebel. Zehnte Minute, 1:0, Viktoria. Bender köpft Klingenburg den Ball direkt in die Füße und dann kriegen sie den Stürmer einfach nicht zu fassen. Die kalte Dusche für die Fortuna, die Gäste mit der ersten Chance in Führung. Das saß aus Sicht der Südstädter, die sowieso nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Seit 6 Spielen wartet man in der Liga auf einen Sieg. Der Freistoß von Biada, Pellatz, der Schlussmann der Viktoria, mit leichten Problemen, 15 Minuten durch. Die Mannschaft von Uwe Koschina zwar bemüht, aber glücklos. Die Viktoria unter dem neuen Trainer Kaczmarek defensiv extrem stabil, erst 2 Gegentore in diesem Jahr. Dann der Fehler von Schäfer, Kessel im 16er, Schiedsrichter Markus Kuhl entscheidet nicht auf Strafstoß. Ganz knifflige Szene, die in der Folge die Gemüter erregte. Es wurde giftiger. 40. Minute haben die Damani mit dem harten Einsteigen gegen Klaus Costa. Der Deutsch-Tunesier hat Glück, kommt hier um die Verwarnung herum. Der anschließende Freistoß, das Duell Uaferro gegen Verunen. Jetzt gab es den Karton, der Innenverteidiger mit dem unerlaubten Armeinsatz gegen den Stürmer. Und obendrein eine exzellente Freistoßposition für die Gäste. Runde Bälle, das ist bei der Viktoria immer eine Angelegenheit für Mike Wunderlich. Boggenbock und Staffel staubt ab. 44. Minute, die Viktoria gnadenlos effektiv. 2 Chancen, 2 Tore. Der Freistoß, super getreten. Boggenbock reagiert glänzend, ist im zweiten Versuch aber machtlos gegen Staffel. 2:0 zur Pause aus Sicht der Gäste. Lange Gesichter bei den Fans der Fortuna. Der Traum vom Finale ganz weit weg. Zweite Halbzeit und der Drittligist jetzt mit Wut im Bauch. Natürlich, der Anschlusstreffer sollte her. Thomas Kraus mit dem schwächeren Linken, der Abschluss eigentlich nicht erwähnenswert. Wir zeigen ihn trotzdem, weil es der einzige war für eine lange, lange Zeit. Wir springen jetzt in die 79. Minute. Die Fortuna rannte an, fand aber überhaupt kein Mittel gegen diese kompakte Viktoria-Defensive. Der Schuss des eingewechselten Sascha Marquet symptomatisch. Die Viktoria spielte es ökonomisch. Hinten stand man sicher, vorne machte man nicht mehr als nötig, aber das reichte eben gegen eine ideenlose Fortuna. Der Drittligist erschreckend harmlos in der Offensive bis zur 85. Minute. Dann war sie nochmal da, die Chance zurückzukommen in dieses Spiel. Kialka gegen Pellatz, super Reflex des Schlussmanns und Damani im Anschluss zu überhastet. Koschinat wusste ganz genau, so reicht es nicht für das Finale. Und so kam es dann am Ende auch. Der Regionalligist FC Viktoria Köln gewinnt, verdient mit 2:0 beim Erzrivalen aus der Südstadt. Der Negativtrend bei der Fortuna hält an. Diese Niederlage sicherlich ein neuer Tiefpunkt. Die Gäste dagegen dürfen sich feiern lassen. Eine höchst disziplinierte Leistung wird belohnt mit dem Titel Derby-Sieger. Und dazu gibt es das Ticket ins Finale. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.